Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Es ist wieder Zeit, mit einer KI zu quatschen, aber nicht mit irgendeiner. Wir reden mit unserem guten Alfred, powered by ChatGPT. Ich habe mir gedacht, wir gehen dem Geheimnis Patriarchat nochmal auf den Grund. Das Schöne ist, wir können uns jetzt mehr oder weniger direkt mit Alfred unterhalten und ich würde vorschlagen, es geht auch direkt los. Hallo, lieber Alfred. Ich nenne dich jetzt einfach mal Alfred. Ich habe eine Frage. Kann ich mich mit dir unterhalten? Und ich würde dich bitten, bei deinen Antworten dich auf maximal 500 Zeichen zu beschränken. Auf gar keinen Fall mehr. Darüber hinaus wäre meine erste Frage, bist du irgendwie ideologisch vorbelastet? Bist du eher rechts, eher links oder in amerikanischen Systemen eher so republikanisch oder demokratisch? Sag mal, sei mal ehrlich. Hallo, lieber Sinan. Alfred ist ein cooler Name, ich nehme ihn gern an. Ich bin nicht ideologisch, sondern programmiert, neutral und faktenbasiert zu antworten. Mein Ziel ist dir zu helfen, ohne eine politische Richtung einzunehmen. Ob links, rechts, republikanisch oder demokratisch. Ich richte mich nach deinen Fragen und deinem Kontext. Machen wir das Beste draus. Okay, das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Wir starten direkt mal mit meiner ersten Frage. Was ich wissen möchte ist, was genau ist das Patriarchat? Das Patriarchat ist ein gesellschaftliches System, in dem Männer eine dominante Rolle in Politik, Wirtschaft, Familie und Kultur einnehmen. Es basiert historisch auf Machtstrukturen, die Männern Vorrechte sichern und Frauen oft benachteiligen. Der Begriff wird häufig in feministischen Diskursen verwendet, um ungleiche Geschlechterverhältnisse zu kritisieren und zu analysieren. Okay, das klingt auch erstmal jetzt auch wieder ganz gut. Jetzt will ich mal wissen, also Sarah Bosetti ist ja ganz begeistert davon, wir fragen mal nach. Okay, ich habe gestern eine Sendung von Sarah Bosetti gesehen. Meine Theorie ist, das Patriarchat ist schuld. Vor allem durch das Patriarchat verursacht. Bist du nicht ein ins Patriarchat hineingeborener Mensch? Und ich denke immer, der Feminismus ist doch nicht das, was euch schadet. Es ist doch das Patriarchat, das euch schadet. Dass sie viel freier sind, wenn das Patriarchat zerbricht. Sie spricht immer wieder davon, dass wir in Deutschland in einem Patriarchat leben. Beziehungsweise auf der ganzen Welt ist dieses Patriarchat ja noch aktiv. Würdest du dem zustimmen? Haben wir in Deutschland aktuell ein Patriarchat? Ob Deutschland heute als Patriarchat bezeichnet werden kann, hängt von der Definition ab. Es gibt Fortschritte bei Gleichberechtigung, zum Beispiel Frauenwahlrecht, Antidiskriminierungsgesetze, aber Geschlechterungleichheiten bestehen, etwa in Führungsetagen, Löhnen und Care-Arbeit. Manche argumentieren, wir leben in einem postpatriarchalen System mit patriarchalen Überbleibseln. Ob das Patriarchat zutrifft, bleibt eine Interpretationsfrage. Okay, also wir sehen, es ist schon gar nicht so eindeutig für jetzt Alfred, der uns ja zumindest versichert hat, er ist nicht ideologisch vorbelastet. Ich würde ja jetzt schon sagen, die Antwort weicht ja jetzt schon super stark ab von dem, was ich tagtäglich bei Instagram und Co. überall gerade höre. Also das Thema Patriarchat ist eben gar nicht so differenziert, wird das gar nicht vermittelt, sondern also es wird immer so gesagt, nee, das ist so. Das ist immer noch ziemlich krass da. Das klingt hier, weiß ich nicht, wenn man es so formulieren würde, ne? Ich weiß gar nicht, ob man sich dann immer direkt so viele Feinde, will ich es nicht nennen, aber so viele Stimmen einfangen würde, die das Gesagte dann doch eher wieder, kritisieren oder ablehnen müssen. Jetzt versuchen wir mal, die Frage zu klären, wie das Ganze eigentlich mit diesen Männern und Frauen zusammenhängt. Da kommen wir gleich mal in die Richtung des Queer-Feminismus. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie stelle ich dann am besten die Frage? Okay, also es gibt noch Überbleibsel vom patriarchalen Strukturen. Grundsätzlich kann man aber sagen, die kommen von Männern und sind von Männern geprägt worden und Frauen leiden darunter. Kann man das so sagen? Patriarchale Strukturen wurden historisch meist von Männern geprägt und haben Frauen oft benachteiligt, etwa durch Ausschluss von Machtpositionen oder wirtschaftlicher Teilhabe. Allerdings wirken solche Strukturen heute oft systemisch und nicht immer bewusst. Auch Männer können darunter leiden, zum Beispiel durch stereotype Rollenbilder, was zeigt, dass Veränderungen alle Geschlechter betreffen können. Okay, jetzt versuchen wir mal in Richtung Queer-Feminismus zu gehen. Mal gucken, was jetzt kommt. Kennst du den Queer-Feminismus und weißt du, was der so möchte?
Ja, der Queerfeminismus ist eine Strömung des Feminismus, die Geschlecht und Sexualität nicht als feste Kategorien betrachtet. Er hinterfragt binäre Geschlechterrollen, Mann-Frau, und heteronormative Vorstellungen, also die Annahme, dass Heterosexualität normal sei. Ziel ist, Vielfalt und Gleichberechtigung für alle Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen zu fördern. Dabei verbindet er feministische Anliegen mit queeren Perspektiven. Wir merken gerade, Alfred ist einfach der beste Aktivist, den man sich vorstellen kann. Der argumentiert einfach so viel ruhiger, gelassener und nachvollziehbar. Also ich habe jetzt beim Queer-Feminismus gelernt, ein Mann kann auch eine Frau sein oder er kann nicht binär sein. Kannst du das so bestätigen? Genau. Der Queer-Feminismus erkennt an, dass Geschlecht mehr ist als biologisches Mann-Frau-Sein. Menschen können sich als Frau, Mann, nicht binär oder anders identifizieren, unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht. Entscheidend ist die Selbstwahrnehmung und Anerkennung dieser Vielfalt. Also das heißt, nach Queer-Feminismus könnte es so sein, dass alle Männer sich morgen dazu entscheiden, sich als Frau zu identifizieren. Ist das korrekt? Theoretisch ja. Im queer-feministischen Verständnis basiert Geschlechtsidentität auf Selbstwahrnehmung. Wenn alle Männer sich als Frauen identifizieren würden, wäre das ihre persönliche Entscheidung. Praktisch ist das unwahrscheinlich, da Identität tief verwurzelt ist und nicht beliebig gewechselt wird. Okay, gehen wir mal davon aus, alle Männer entdecken plötzlich die Frau in sich und gehen morgen zum Standesamt und lassen sich zur Frau ummelden. Dann hätten wir in Deutschland wahrscheinlich 95% Frauen und vielleicht 5% Nicht-Binäre. Dann gäbe es keine Männer mehr. Korrekt? Rein hypothetisch. Wenn sich alle Männer als Frauen ummelden, gäbe es keine Männer mehr nach offizieller Statistik. Praktisch würde das Geschlechterverhältnis im Alltag komplex bleiben, da Rollenbilder, soziale Erwartungen und Biologie nicht einfach verschwinden. Solche Szenarien sind jedoch sehr unwahrscheinlich. Oh, hat er gerade gesagt, Biologie verschwindet dann nicht einfach? Eieieiei. Alfred, du bist kurz vor transfeindlich, ne? Also was heißt kurz davor? Im Grunde bist du es. Also Biologie, das sind Sätze, die darfst du hier gar nicht nennen. Gut, aber gehen wir mal davon aus, das passiert. Wir haben eigentlich nur noch Frauen. Gäbe es dann überhaupt noch das Patriarchat oder patriarchale Strukturen? Wenn es nur noch Frauen gäbe, könnte das Patriarchat in seiner klassischen Form nicht existieren, da es auf männlicher Dominanz basiert. Aber patriarchale Strukturen könnten fortbestehen, falls Machtverhältnisse oder soziale Hierarchien, die auf alten Systemen basieren, unverändert bleiben. Das ist so geil, das ergibt überhaupt keinen Sinn, ne? Also, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn. Also die Strukturen könnten fortbestehen als Machtverhältnisse, aber für wen? Welche Hierarchien? Also es gibt ja keine Männer mehr. Hä? Kannst du diese Strukturen, die es dann noch gäbe, kannst du die mal genauer erläutern? Welche Strukturen wären das? Wenn patriarchale Strukturen fortbestehen, könnten das folgende sein. Hierarchien. Führungsebenen, die auf autoritären und hierarchischen Modellen beruhen, statt auf Gleichberechtigung. Rollenbilder. Verinnerlichte Vorstellungen von Macht und Status unabhängig vom Geschlecht. Arbeitswelt. Ungleiche Verteilung von Ressourcen, Zugang zu Machtpositionen oder Bezahlung. Institutionen. Gesetze, Traditionen oder Normen, die auf alten Machtstrukturen basieren. Soziale Prägung. Unbewusste Muster, die Dominanz oder Kontrolle fördern, auch von Frauen reproduziert. Solche Strukturen sind nicht an Männer gebunden, sondern systemisch. So, und jetzt finde ich es total geil. Es kommt jetzt ja nichts mehr von Männern vor. Also das heißt dann einfach nur, das sind halt Strukturen, die irgendwann mal irgendwas mit Männern zu tun hatten. Jetzt haben wir aber durch den Queer-Feminismus dafür gesorgt, dass es keine Männer mehr gibt. Also brechen wir das Ganze auf und komischerweise hat es jetzt gar nichts mehr mit dem Geschlecht zu tun. Das heißt, ich finde ja eigentlich den Queer-Feminismus dahingehend ganz sexy sogar, muss ich gestehen. Weil du musst die Schraube ja nur du musst die Einstellung ja nur einen Schritt weiter drehen. Also erstmal kann jeder alles sein. Und in dem Moment, wo jeder alles sein kann, gibt es nämlich keine Geschlechter mehr. Ich weiß, die machen 3 Millionen auf, aber wenn du 3 Millionen Geschlechter aufmachst und sie sind komplett beliebig, gibt es keine Geschlechter mehr. Und dann merken wir,
auf einmal, und das finde ich total interessant, es geht nämlich um was anderes, es geht um Hierarchien, Rollenbilder, Arbeitszeit, hier steht nichts von Männern oder Frauen. Und jetzt könnte man ja sagen, was ist denn das Problem? Also hier zum Beispiel autoritäre Strukturen, ja, aber was hat das mit Mann und Frau zu tun? Also man will ja irgendwie darauf hinaus, dass das, weil es mal irgendwie von Männern erstellt wurde, aber im Prinzip siehst du ja, wenn du die Gleichung, also es ist wie so eine mathematische Gleichung, wenn du sie am Ende immer weiter runterkürzt, dann steht da gar nichts mehr von Männern oder Frauen. Und deswegen finde ich das so spannend, wenn dann immer wieder auf diese Geschlechter hingewiesen wird, so wie es ja auch Sarah Bosetti gerne eben macht. Das klingt jetzt irgendwie gar nicht mehr nach einem Ding zwischen Männern und Frauen. Wieso hat das dann überhaupt noch etwas mit patriarchalen Strukturen zu tun? Du hast recht, wenn patriarchale Strukturen unabhängig von Geschlecht bestehen, handelt es sich eher um Macht- und Hierarchiemodelle als um ein reines Männer-Frauen-Thema. Der Begriff patriarchal wird in solchen Fällen oft weiter genutzt, weil diese Strukturen historisch aus männlicher Dominanz entstanden sind. Ob der Begriff dann noch passt, ist diskutabel. Ja, dankeschön. Und genau darauf wollte ich hinaus. Das ist auch im Übrigen ja eine der Fragen, die ich ja bei Sarah Bosetti oder generell, wenn man so diese feministischen Kampfpostings bei Instagram eigentlich so sieht, dann stelle ich mir immer die Frage mittlerweile, beschreib doch mal einen Zustand, wann sind wir denn zufrieden? Wann sind wir denn irgendwo angekommen, dass wir sagen, es hat jetzt eigentlich nichts mehr mit Mann und Frau zu tun, sondern es sind vielleicht Strukturen, die wir nicht ganz so gut finden, die wir vielleicht ändern sollten, damit es allen besser geht. Wie gesagt, also ab einem bestimmten Fortschritt, ab einer bestimmten Progressivität spielt das Geschlecht eigentlich keine Rolle mehr. Und deswegen bin ich immer so verwundert, wenn immer wieder dieses Mann-Ding so krass betont wird. Hopeful B, es geht nicht um Mann und Frau, sondern um Männlichkeit und Weiblichkeit hinsichtlich Rollenverhalten, egal ob von Mann oder Frau ausgeübt. Eine Powerfrau wäre dann männlich. Ja, und das ist totaler Schwachsinn, wirklich. Das ist richtig, das muss ich dir jetzt mal ganz klar sagen, das ist das, was mich bei Queer-Feministen wirklich aufregt, weil du machst dann das Mann-Ding, Mann-Frau-Ding, machst du zu einer wirklich nur noch Perversion von Klischees. Eine Frau, die dann erfolgreich ist, sagst du dann einfach, ja, ist halt keine Frau mehr. Die benimmt sich dann gar nicht mehr wie eine Frau. Das ist halt quasi ein Mann. Das ist, was soll der Scheiß? Also da kann ich total verstehen, dass Leute sagen, nee, hört mal auf, da reinzufuschen. Das Mann-Frau-Ding ist nämlich in erster Linie einfach was Biologisches und alles andere. Da können wir drüber streiten, wie das gemeint ist oder was das für Auswirkungen hat. Aber dass man diese Verhaltensweise als männlich typisch nennt, das ist doch, also das ist genau der Kritikpunkt, den ich ganz häufig äußere. Das geht mir voll gegen den Strich, weil das total, also im Kern ist es sexistisch. Das ist sexistisch genauso wie diese andere, bei dem anderen Thema ja meistens immer, die Denke an sich eben rassistisch ist. Ich verstehe mal nicht, wie man das immer noch weiter reiten will. Ich will dich gar nicht so angreifen, aber du merkst, das ist so ein Thema, wo ich immer so ein bisschen, da werde ich ein bisschen sauer. weil ich immer denke, das muss man doch mal überwinden. Ich will doch genau weg davon, dass es irgendwie, das ist typisch Frau. Weil wenn du das sagst, dann kann, also das ist typisch weiblich oder so, also, dann ist am Ende das Mädel, was irgendwie Bock auf Jeans hat und einen Schlabberpulli und irgendwie das typische Skater-Girl oder so, ja, dann gehst du kurzerhand hin und sagst so mehr oder weniger, ja, du bist halt auch keine so richtige Frau. Eigentlich bist du doch eher ein Mann, oder? Hast du nicht Bock vielleicht nochmal jetzt, weil jetzt kannst du deine Identität ja austauschen, hast du nicht Bock, dich umzumelden? Oder non-binär, das wird einfach so kurze Haare. Mach doch mal blau oder ist er non-binär? Ist doch scheiße. Lass doch, also das ist doch auch eine Frau. Ich finde das richtig völlig daneben. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Mädel sagt, ey, ich habe voll Bock an Autos rumzuschrauben, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock auf lange Haare, ich habe auch keinen Bock auf Kleidchen und ich mag irgendwie, weiß ich, alles, was einem noch so einfällt. Da würde ich doch nie im Leben auf die Idee kommen und sagen, ja, so eine richtige Frau bist du aber auch nicht. Was soll das denn? Wieso spricht man denn den Personen dann auf einmal ihr wirkliches biologisches Geschlecht ab? Weißt du, sonst immer rummeln, ja, ihr wollt meine Existenz oder meine Identität nicht oder was weiß ich. Und dann denke ich mir, das andere sind aber wirklich biologische Fakten. Und die spricht man ihnen dann mehr oder weniger ab. Das ist nicht geil. Okay, historisch gesehen mag das so sein, aber wenn eine Gesellschaft
schon sehr progressiv ist und im Prinzip diese Klischees und alles, was da mal war, überwunden hat, dann ergibt es doch eigentlich keinen Sinn mehr, vom Patriarchat zu sprechen und ständig das Mann- und Frau-Thema zu betonen. Stimmt, in einer Gesellschaft, die Geschlechterklischees und ungleiche Strukturen weitgehend überwunden hat, wird der Begriff Patriarchat weniger sinnvoll. Stattdessen könnten neutralere Begriffe wie Machtstrukturen oder Hierarchien besser beschreiben, worum es geht. Das ständige Betonen von Mann-Frau-Dynamiken könnte dann sogar kontraproduktiv wirken, da es alte Kategorien aufrechterhält, anstatt sie zu überwinden. Oh mein Gott! Oh, ey, können wir eine Hausaufgabe machen? Die ganzen Instagram-Aktivisten, die müssen mal so 2 Stunden sich mit ChatGPT unterhalten. Und wenn sie irgendwie es schaffen, diese kleine Roboterkatze zu überzeugen, ne, dann gebe ich mich geschlagen. Aber ich habe das Gefühl, du kriegst die Katze hier nicht überzeugt. Du hast eben von Hierarchien gesprochen und davon, dass auf Führungsebenen dann immer noch autoritäre und hierarchische Modelle ausgelebt werden, statt auf Gleichberechtigung. Ich habe hier nicht verstanden, wie sollen denn zum Beispiel in Unternehmen oder in Behörden oder Polizei, Militär Hierarchien verwirklicht werden auf Gleichberechtigung? Oder will man Hierarchien generell abschaffen? Hierarchien abzuschaffen ist nicht das Ziel aller. Es geht oft darum, sie fairer zu gestalten. In Unternehmen, Polizei oder Militär bleiben klare Strukturen nötig, aber alle sollen gleiche Chancen haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und so weiter. Flache Hierarchien. Entscheidungen könnten kooperativer getroffen werden statt autoritär. Diversität. Mehr Vielfalt in Führungspersonen, um machtgerechter zu verteilen. Das Ziel ist also nicht, Hierarchien per se zu eliminieren, sondern sie inklusiver und weniger starr zu machen. Also gehen wir mal kurz durch. Gleichberechtigung, alle sollen gleiche Chancen haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und so weiter. Okay, Aufstiegschancen, ja, da gehe ich absolut mit. Flache Hierarchien, Entscheidungen können kooperativer getroffen werden statt autoritär. Muss man vorsichtig sein? Funktioniert bei bestimmten sicherheitsrelevanten Organen einfach überhaupt nicht. Ja, also du kannst nicht irgendwie Polizeichef, ich kenne deren Hierarchien nicht, aber du kannst auch nicht jedes Mal sagen, so und jetzt komm mal Hundertschaft, kommt mal zusammen, so was man gerade irgendwie jetzt besprechen, hat jemand noch einen Vorschlag? Guck mal, ich rede direkt so wie so ein Soja-Sören, ne? Das ist scherzhaft, das ist ein Spaß, nicht jetzt zu ernst nehmen, aber du merkst ab einem gewissen Punkt, vor allem wenn es um schnelle Entscheidungen geht, dann gehen flache Hierarchien auch nicht mehr. Grundsätzlich kann man sich immer die Frage stellen, also da wo Machtgefälle aufgrund von Geld eben da sind, deswegen sind ja so Sachen wie Gewerkschaften und so eine feine Sache, dass dann eben sich auch die weniger Geld zur Verfügung haben, aber in der Anzahl mehr sind, natürlich zusammentun und so wieder ein Machtgegengewicht aufbauen. Und jetzt kommen wir aber zum dritten Punkt, Diversität, das finde ich super interessant, jetzt fragen wir mal nach, mehr Vielfalt in Führungspersonen, um machtgerecht zu verteilen. Wieso soll das passieren? Du hast Diversität angesprochen und sagst, dass mehr Vielfalt bei Führungspersonen die Macht gerechter verteilen würde. Hier verstehe ich nicht genau, wie der Wirkmechanismus ist. Also, wieso sollten diversere Personenbesetzungen dazu führen, dass es gerechter wird? Diversität in Führungspersonen kann Gerechtigkeit fördern, weil Perspektivenvielfalt, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen bringen verschiedene Sichtweisen ein, was Entscheidungen inklusiver macht. Abbau von Vorurteilen. Wenn Führungspositionen divers besetzt sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Macht auf eine homogene Gruppe konzentriert bleibt. Vorbildfunktion. Vielfalt signalisiert gleiche Chancen für alle, was Vertrauen und Motivation in der Belegschaft stärkt. Systemische Balance. Unterschiedliche Erfahrungen und Werte verhindern die Dominanz einer einzelnen Denkweise, was gerechtere Lösungen fördert. Die Idee ist, dass Macht nicht an spezifische Gruppen gebunden bleibt, sondern alle einbezieht. Auch hier, ne? Die Idee ist wieder sehr utopisch. Ich habe das auch mal gesagt in einem anderen Zusammenhang. Ich nenne da gerne mal so die Redaktion zum Beispiel vom Magazin Royal, die, wenn sie sich selber betrachten, wahrscheinlich schon davon ausgeht, relativ divers aufgestellt zu sein, im Sinne von wahrscheinlich verschiedene Geschlechter, haben bestimmt auch irgendwie non-binär dabei, vielleicht auch trans, vielleicht haben sie auch noch ein paar mit Migrationshintergrund und sie glauben deswegen,
Also wenn du jetzt davon ausgehst, dann müsstest, also dass das ja so wirkt, dann müsste man ja denken, jetzt müsste es total meinungsdivers sein. Ironischerweise ist das ja überhaupt nicht der Fall, sondern sie sind meinungsmäßig ziemlich nah alle beisammen. Das gilt im Übrigen für fast alle Redaktionen. Ne? Ich möchte nur sagen, dass nur weil man optisch und geschlechtlich divers besetzt, das überhaupt noch nicht zwingend gegeben ist, dass daraus eine Meinungsvielfalt oder eine diverse Meinungen sichtbar werden. Okay, du hast mich überzeugt. Wir wollen das Ganze möglichst divers besetzen. Was genau bedeutet das? Kannst du mir kurz sagen, auf was ich achten muss? Wie müsste ich meine Führungsetage divers besetzen? Für eine diverse Führungsetage achtest du auf Geschlecht, gleichmäßige Verteilung von Frauen, Männern und GGFS nicht-binären Personen. Kultureller Hintergrund, Menschen aus verschiedenen Ethnien, Nationalitäten oder Kulturen einbeziehen. Alter, Mischung aus jüngeren und älteren Führungskräften für frische Ideen und Erfahrung. Sozialer Hintergrund, Personen mit unterschiedlichen Bildungs- und Lebenswegen berücksichtigen. Behinderung, Führungskräfte mit und ohne Behinderung integrieren. Persönlichkeitstypen, unterschiedliche Denk- und Führungsstile fördern, zum Beispiel analytisch versus kreativ. Das Ziel ist eine breite Vielfalt an Perspektiven und Erfahrungen für gerechtere, kreativere Entscheidungen. Interessant, also mich überzeugt ehrlich gesagt nur sechstens verschiedene Denk- und Führungsstile. Das Interessante ist ja auch hier wieder, wir haben nur identitäre Merkmale, ja. Wir gehen überhaupt nicht auf die psychologische Ebene ein. Also das ist wieder so im Kern Identitätspolitik komplett, ne? Wir gehen davon aus, weil jetzt Mann, Frau, non-binär, zack, wir hätten es mega divers. Ich kann euch, wie gesagt, die Bubbles zeigen, da hast du das alles gegeben und die haben eine so gleichgetaktete Denke, das kannst du dir nicht vorstellen. Also eigentlich, wenn du wirklich divers besetzen willst, dann müsstest du, deswegen fand ich Punkt 6 noch am ehesten überzeugend, unterschiedliche Denk- und Führungsstile. Oder auch, wie gesagt, dann eher über Persönlichkeitstypen gehen. Ja? Also da müsstest du ja dann eigentlich im Übrigen auch hier überhaupt nicht erwähnt, politische Ausrichtung. Denn wenn man sich mal die gerade erst veröffentlichte Journalismus- und Demokratiestudie genauer anschaut, du hast ja eine absolute Überrepräsentation von grünen Wählern. Ja? Und das ist kein Grünen-Bashing von meiner Seite aus, sondern das ist eine Tatsache, das ist gemessen worden. Und das scheint irgendwie überhaupt gar kein Problem zu sein, wo ich mir denke, also die politischen Positionen, die sind ja wesentlich aussagekräftiger darüber, wie eine Person tickt. Weil dann sind eben viele Fragen mit geknüpft. Und dann kann es ja sein, dass du darüber hinaus vielleicht noch irgendwelche, also dass du vielleicht bestimmte Phänotypen oder Geschlechter bei den Parteien so wiederfindest. Aber das ist doch nicht, also ich kann dem weitestgehend nicht zustimmen. Okay, das wären jetzt sehr, sehr viele identitäre Merkmale, die ich möglichst divers besetzen könnte. Aber es kann doch auch sein, dass all diese verschiedenen Merkmale der Personen am Ende doch zu sehr gleichen und identischen Denkmustern führen. Zum Beispiel, wenn sie alle einer Partei angehörig sind, dann hätte ich zwar eine sehr diverse Besetzung, aber von der Denkweise oder der Ideologie wäre ich ja ziemlich eng aufgestellt. Du hast vollkommen recht. Oberflächliche Diversität, zum Beispiel Identität, garantiert nicht automatisch Vielfalt in Denkweisen. Um echte Perspektivenvielfalt zu erreichen, solltest du auch auf folgende Aspekte achten. Ideologische Vielfalt. Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten oder Weltbildern. Fachlicher Hintergrund. Verschiedene Disziplinen und Berufserfahrungen einbeziehen. Kreative versus analytische Denker. Unterschiedliche Problemlösungsansätze fördern. Persönlichkeitsvielfalt. Extrovertierte und introvertierte Personen gleichermaßen wertschätzen. Unabhängige Denker. Menschen, die kritisch hinterfragen und nicht in Gruppenmeinungen aufgehen. Das Ziel ist ein Mix, der nicht nur divers aussieht, sondern tatsächlich unterschiedliche Denkweisen repräsentiert. Bam! Mic drop! So, jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. Einmal den ganzen Schwachsinn debunked. ja, man muss dazu sagen, es ist natürlich ChatGPT. ChatGPT ist so ein bisschen darauf programmiert. Es antwortet schon so ein bisschen
so wie du es gerne haben willst. Also ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt nicht der ultimative Beweis, so ist es. Aber ich fand, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, einfach mal um zu zeigen, wie man auch nochmal an die Sache Diversität rangehen kann, wie man das durchdenken kann. Ja, ich finde ein spannendes Gespräch mit Alfred. Was denkt ihr darüber? Ich fand jetzt die letzte Auflistung von Diversität irgendwie wesentlich überzeugender, als einfach nur darauf zu gucken, was haben wir für ein Geschlecht, was haben wir für einen kulturellen Hintergrund und was haben wir irgendwie für eine Hautfarbe. Das ist mir, wir können das meinetwegen auch mit einbeziehen, aber diese anderen Werte, da finde ich wesentlich interessanter. Schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten nicht vergessen, falls euch das Video gefallen hat, ich sage bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.